select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Herr Vogel, heute gab es einen Spielabbruch bei einem Pokalspiel, aber es klingt so böse. Was war denn die Ursache? Ja, die Ursache war, wie bei so einer Wettersituation üblich, dass die Sicherheit der Spieler nun mal Vorrang hat. Ne? Und nachdem das Wetter begleitet durch heftige Blitze und Donner, ließ dann eine Spielfortsetzung einfach nicht mehr zu. Der Regen tat sein Übriges, ja, sodass der Platz teilweise nicht mehr bespielbar war. Und in erster Linie war aber die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten, wieso, dass wir uns dann einvernehmlich für eine neue Ansetzung des Spiels entschieden haben. Es gab ein paar Umbrüche bei der Spielervereinigung Söllingen mit dem Trainer, dem Roland und natürlich auch mit Ihnen. Sie sind beide gemeinsam aus der A-Jugend in den Herrenbereich gewechselt. Können Sie da mehr dazu sagen? Ja, gerne. Wir sind in dieser Konstellation schon seit mehreren Jahren gemeinsam im Juniorenbereich tätig. Wir haben jetzt auch die letzte A-Junioren-Serie erfolgreich mit dem Landesliga-Aufstieg beendet. Freuen uns jetzt auf die neue Herausforderung. Wir haben mit unserer Trainerverpflichtung Roland Frieble zu einem unseren Wunschkandidaten, der auch auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Seniorenbereich zurückblickt, ja, auch höhereklassige Mannschaften schon hier trainiert hat, einige Erfolge vorzuweisen hat, eine gute Kommunikation zu den jungen Spielern pflegt und ich denke, er bringt uns den entscheidenden Schritt voran und im Moment passt einfach alles, die Aufbruchstimmung, ja, wird durchaus positiv von den Spielern umgesetzt und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in der neuen Saison ja, eine gute Runde spielen werden. Die Vorbereitung ist ja noch sehr jung, aber was kann man da jetzt schon sagen? Man kann sagen, dass es innerhalb der Mannschaft absolut stimmt. Sie nehmen die Philosophie des neuen Trainers durchaus schon an. Wir kommen ja gerade aktuell aus einem Trainingslager zurück. Wir waren jetzt 4 Tage gemeinsam zur Vorbereitung auf die neue Saison in Elfershausen. Und man merkt hier definitiv, dass eine Einheit zusammenwächst, ja, aus erfahrenen Spielern, aber auch aus jungen Spielern, die aus der A-Junioren-Mannschaft nachgerückt sind. Das sind immerhin 11 Stück. Und ich glaube, wir haben auch ein Novum insgesamt hier in Söllingen mit insgesamt 19 Neuzugängen. Was sind die größten Widrigkeiten, mit denen man sich bei dieser Unternehmung auseinandersetzen muss? Ja, Fußball ist natürlich nicht kalkulierbar. Andere Mannschaften werden in ähnlicher Art und Weise versuchen, sage jetzt mal, ihren Kader zu verstärken. Allerdings, denke ich, haben wir in Söllingen eine gewachsene Mannschaft, die jetzt verstärkt wird. Und wir haben eine Philosophie, denke ich, die wir pflegen. Und das heißt, mit Einsatz und Wille ist vieles erreichbar. Und ich denke, wir sind dabei, hier ganz neue Strukturen aufzubauen und die Mannschaft definitiv in die Erfolgsspur zurückzuführen, wobei man sagen muss, dass unsere Vorgänger hauptsächlich in der Rückrunde schon einen hervorragenden Job gemacht haben und ich glaube, wir haben in der Rückrunde jetzt in der aktuell abgelaufenen Saison nur ein einziges Spiel verloren und das ist eine gute Basis, die es uns auch entsprechend leicht macht, darauf aufzusetzen und ich denke, das werden wir tun. Herr Vogel, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, Ihnen auch, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.